Konnichiwa und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. Sorigashima Günther Shiro Desoro, wir sind zurück mit den mächtigen Ashikaga und gerade dabei, Perak zu integrieren und Krieg gegen Chagatai zu führen. Und da Moskau im letzten Teil bankrott gegangen ist, überlege ich auch noch so ein bisschen, einen Krieg gegen Moskau zu erklären. Müssen wir mal schauen. Also auf jeden Fall ist es momentan so, ich habe schon ein bisschen was offscreen gemacht, also jetzt nichts so weltbewegendes. Ich habe einfach mal noch ein paar Festungen an- und ausgeschaltet und habe halt so diesen normalen Dödelkram, mit dem ich mich normalerweise mal 10 Minuten zu Beginn des Videos aufhalte, den habe ich jetzt einfach mal geskippt. Ich baue noch ein paar Kanonen hier und die will ich hier noch zu der Belagerung mit dazu nehmen. Das ist es auch im Wesentlichen. So viel Zeug habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ja. Die kur ich jetzt mal noch nicht alle. Achso, und was ich auch noch gemacht habe, war, ich habe Kriegssteuern erhoben. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Sollte man vielleicht noch erwähnen. Bin einen Ticken runtergegangen mit der Korruptionsbekämpfung, weil wir werden noch ein paar Truppen ausheben müssen, denke ich. Insbesondere, wenn wir Moskau angreifen wollen. Hier unten habe ich die Festungen aktiviert und hier oben ziehe ich die Truppen gerade nach Süden, Korea, da wo der nächste Aufstand wahrscheinlich kommen wird, ne? Also insofern erstmal hier alles gut. Ansprüche erhoben, Katapang, Senvi tritt Mongyang an, und Senvi an Arakan ab, okay. Heftig, Frieden auf jeden Fall. Kriegsgrund gegen Khmer verloren, jetzt muss ich mal schauen. Was habe ich noch? Also hier unten ziehe ich gerade ein paar Truppen zusammen, die gehen hier rüber nach Ayutthaya. Ja, und ansonsten können wir das erstmal weiter ticken lassen, ne? Senvi tritt Mul Main an Pegu ab, okay. Wir haben Kriegsgrund gegen Senvi verloren. Mal du, also die, du läufst schon dahin. Ah ja, komm, aber es, glaube ich, geht auch so, meine ich. Weil ich glaube, hier Chagatai wird sich jetzt nicht wirklich bewegen. Wir konvertieren. Ja, ist eigentlich relativ latte, ne? Ja, wir können ja mal. Wir können ja mal mit den animistischen Sachen anfangen, hä? Wäre vielleicht ganz gut, dann sind wir die auf jeden Fall mal los, ne? Du kannst eigentlich auch hier runter. Komm mit dazu. Jetzt haben wir wieder den Nachteil, ich habe hier relativ wenig Söldner. Ich möchte gegen Moskau eigentlich gerne mit Söldnern kämpfen, was wir auch übrigens bedenken müssen. Militärtechnologie 12 gegen Militärtechnologie 11 ist signifikant. Es gibt nämlich nicht nur bessere Infanterie, sondern auch noch einen besseren Taktikwert. Also insofern, Defensive ist das oberste Gebot und der massive Einsatz von Söldnern natürlich. Also das ist eine wichtige Sache. Mission in der neuen Welt ist ausgelaufen. Ich würde sagen, die aktivieren wir aber auch direkt wieder. Wir suchen die Hilfe des Klerus. Machen die neue Weltmission und dann holen wir uns auch direkt die administrative Hilfe. Und dann können wir direkt wieder ein paar Provinzen mehr kernen. So, einmal Inflation reduzieren. Vielleicht gar nicht so dringend notwendig. Was bewirkt sie nochmal? Unsere Sachen kosten halt alle einen Haufen mehr Geld, ne? Aber wir haben auch einen Haufen Geld. Insofern ist es nicht so gravierend. So, wir koren jetzt mal die anderen Staaten auch noch mit. Ah, unser Diplomat ist da, ne? Ja, bitte in Perak Beziehungen verbessern. Ich brauche erst noch die Festungen, damit ich unter Umständen einen Krieg gegen Moskau eröffnen kann. Ming will Militärmacht haben. Autonomie erhöht ist Ausgabe. Ich habe noch in ein paar anderen Regionen die Autonomie erhöht. Nicht so spektakulär eigentlich. Ich vergesse übrigens gerade.
dass ich die Jungs hier dringend mit an Bord nehmen muss, um hier unten was zu unternehmen. Oh shit. Das ist nicht gut. Kasachstan ist jetzt frei. Wobei, vielleicht ist es doch gut. Lass mal kurz überlegen. Ich könnte hingehen und ich müsste Moskau. Ne, ist halt kacke, wenn ich keinen Anspruch auf Moskau fingieren kann. Das ist im Prinzip nicht so schön. Jetzt müsste ich ja theoretisch bis nach Bukhara durch. Das wäre schon fies. Das wäre schon fies. Da sind viele Provinzen da, die wir brauchen. Dann werden wir wahrscheinlich eher einen ganz regulären Rivalen erniedrigen Kriegsgrund gegen Moskau erklären. Wir wollen Moskau ja auch in erster Linie dauerhaft schwächen. Frage ist, ob das so eine sinnvolle Sache noch ist, ne? Wir können halt von Moskau sonst nicht viel fordern, wenn wir den Rivalen den niedrigen Kriegsgrund nehmen. Das ist auch immer ein großer Nachteil. Und ich würde sagen, wir können nochmal nachschauen, ob wir vielleicht bessere Berater haben. Einheitenlimit sehe ich mich nicht so drin. Da sind mir die 5 Disziplinpunkte eigentlich sehr wichtig. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir gleich noch ein paar Söldner. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken. Du hast ja keinen belangen Skill, aber wir sind schon bei 64. Schön, das da klappt ja schon mal. Dann komm doch hier runter. Wie viele Truppen können wir noch insgesamt ausnehmen? Haha, habt ihr es gesehen? Ich habe ausnahmsweise mal dran gedacht. Wir nehmen noch 4 asiatische Söldner mit. Du schickst auch bitte nur die Söldner hier hin. Und die andere Infanterie bitte hier runter. Okay, du kannst mir da dazu. Usbekistan hat Kasachstan den Krieg erklärt. Ne, bleibt da stehen. Dann bleibt da stehen, weil ich glaube, diese Festung haben wir schnell eingenommen in Bukhara. Mir gefällt der Rivale erniedrigen Kriegsgrund nicht. Der ist nicht so sexy irgendwie. Müssen wir mal gleich gucken. Boah, komm schon, ey. Echt jetzt. Das Spiel ärgert mich wieder, seht ihr das? Ja, dann gehe nach Taschkent. Komm, das ist mir lieber, als wenn die da jetzt am Ende nochmal Verschleiß fressen. Die Ladakh-Nationalisten müssten wir auch noch packen zuerst, ne? Ist auch nochmal ein Problem. Und wenn wir über Chiba laufen müssen, um nach Moskau zu kommen. Oh, unser Inquisitor ist tot. Wir kriegen einen Prestigeberater. Das sind 2er Prestigeberater, das finde ich eigentlich ganz gut. Nehmen wir den nochmal. Da haben wir sogar eine 1 gewürfelt. War, glaube ich, ganz gut, dass wir hier rausgegangen sind. What? Ah, weil ich jetzt hier meine Truppen auffrischen muss, ne? Krass, wie das halt sofort so ein Loch in die Staatskasse reißt, ne? Okay. Ich schlage auf jeden Fall vor, dass das Schiff hier noch hier wartet,
du bitte auch, dass du hier wartest? Du kannst mal da drin stehen bleiben. So, mal gucken. Ladakh-Nationalisten kommen bald. Yeren dauert noch lang. Pegu kommt wohl auch erst spät. Okay. Kamtschatka dauert noch. Dauert auch noch. Und dauert noch sehr lange bei Haichi. Yakant dauert super lange, ne? Korea geht schneller. Alles klar. Das ist halt echt das Ding. Wir müssen super oft da reingucken, wann die Revolten kommen können. Und schon wieder eine 1 gewürfelt. Das war die zweite 1 hintereinander. Das macht es nicht besser. Ich muss jetzt meinen Diplomaten hier lassen, weil ich nämlich jetzt wirklich schnell da den Krieg gegen Moskau erklären muss als erstes. So, wir mal hier hin. Revoltierende Stämme habe ich schon gesehen. Ist okay. Bleib du mal da stehen. Du gehst bitte dahin. Und du gehst dahin. Das ist besser, wenn wir es so aufteilen. Dann verlieren wir die 2 Punkte wenigstens etwas. Also ich glaube, man kann sich da in der Regel auch immer die, wie heißt es hier, die Autonomie leisten. Aber das war jetzt hier auch nicht zielführend. Okay. Wir verbessern nochmal die Beziehungen mit Perak. Ah, jetzt haben wir hier die Revolte in Ladakh. Okay. Chagatai ist bankrott gegangen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal hier die Söldner mit und werden dann mit denen gegen Ladakh kämpfen. Da ist der Nationalismus recht egal, ne? Und einer unserer Befehlshaber ist gestorben. Das ist schade. Ah, hier die Festung belagern die jetzt, ne? Okay. Das sind 15 Regimenter. Das ist eigentlich sehr viel. 14 reichen da doch vollkommen, oder? Jetzt machen wir folgendes, du gehst dahin nach Kulob, nach Kokand. Nee, stopp, du gehst da nicht so hin. Du gehst dahin nach Samarkand, nach Chucha, Tashkent, Talas, Koshkor, Kashgar, Yakand, Ladakh, Ngari. Diese Stammesrevolte passt mir gerade nicht, überhaupt nicht. Wir holen uns den Söldner-Disziplin-Bonus jetzt. Warum will David Militärzugang? Mit wem bist du denn im Krieg? Mit Lang Zhang. Magisch nett. Ich finde allein diese Idee unsexy. Oh, wir haben gerade keine aktiven drohenden Revolten. Yaren 70, Kamtschatka 70 und hier nochmal Pawn 70. Bhutan hat Karten gehandelt. Wan Fuang hat Lang Zhang den Krieg erklärt. Not cool, not cool.
Ja, mach mir mal. Das ist ein normaler General. Brauche ich noch einen Konquistadoren? Ja, wäre ganz gut, ne? Wow, der ist scheiße. Okay. Der ist echt scheiße. Er hat 0012. Egal. Wir verlieren 112 Dukaten. Schön, unser Kommandant stirbt. Super. Wir bräuchten jetzt ein bisschen Geld. Konvertierung war erfolgreich, Halleluja, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Unterhalt von Söldnern minus 25%, ist genau der richtige Mann. Genau der richtige Mann. Wenn ich jetzt noch. Ich nehme den mit dem Moralvorteil. So, wenn man bitte folgendes. Du nimmst bitte hier zwei normale Infanterieregimenter. Und dann läufst du bitte hier hin. Und dann können wir in wenigen Tagen, hoffe ich, zumindest den Frieden machen. Und dann also Moskau den Krieg erklären, nicht Russland, Moskau. Wichtiger Unterschied hier. Illoyale Vasallen, Kutai. Echt? Schade. Müssen wir die Beziehung mit denen auch nochmal verbessern, sehe ich so. Momentan verbessere ich die mit Perak. Weil ich die annektieren will und da mir irgendwie garantieren muss. Dass die Füße stillhalten. Schön, die haben eine 1 gewürfelt. Machen aus irgendeinem Grund gerade sehr, sehr wenig Geld. Warum ist das so teuer? Wir sollten da Verstärkungen. Warum sind die Verstärkungen so teuer? Es sind halt viele Einheiten, die wir verstärken müssen, wie ich gerade sehe. Das dürfte vermutlich der Punkt sein, ne? So, lauf mal hier rüber. Ist klar. Macht aber nix, macht aber nix, macht aber nix. Oh, das ging ja schnell, ne? Die Rebellen kriegen die auch mal bei so 28 und so, ne? Aber ist okay, wenn ich Taras nicht brauche. Ja, holen wir mal den Diplomaten von den Barmanis zurück. So. Und wir fangen an mit. Karakorum und Chiva. Ich kann Vasallenbefreiung, Nationenbefreiung, Einrichtung einer PU, Zwangsvasallisierung, Eroberung von Provinzen und volle Annektierung nicht fordern. Das ist halt echt scheiße. Aber wir können halt Moskau zumindest so stark schwächen, dass sie sich dauerhaft nicht mehr davon erholen können. Versuche gerade günstige Provinzen zu finden, um eine mögliche Verteidigungsstellung aufzubauen.
Aralsk und Nischni-Embinsk wären ganz gute Provinzen für so ein Unterfangen. Ich muss halt jetzt die Hauptstadt einnehmen, was nicht so geil ist. Ich bring dich mal hier ein bisschen näher ran, bitte. Und ich glaube, da machen wir jetzt mit Chagatai schon mal den Frieden. Und zwar nehmen wir uns hier die beiden Provinzen, damit du keine Grenze mehr mit den Ming hast. Dann nehmen wir uns diese beiden Provinzen. Ich hätte außerdem noch gerne dein ganzes Geld. Kriegsreparation nehme ich noch mit. Haben wir noch irgendwas, was Prestige bringt? Was wir von können? Ja, können wir machen. Ich kann sagen, Rivalität mit Delhi beenden. Ich glaube, die sind... Nee, warte mal. Delhi hat auch Aufstände, ne? Komm mal mit Karakoyunlu. Die sind so weit weg. Okay, und alles andere kostet dann Diplomacht und mehr Provinzen brauche ich nicht. Wohlan denn. Autonomie, Autonomie und da oben geht es mal wieder nicht. Das ist ja hervorragend schlecht. Okay. Oh, der gute russische Winter, der macht es mir hier gerade schwer. Ja, deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir hier überwiegend mit Söldnern unterwegs sind, ne? Was wir nicht sind. Gut, aber dann wissen wir ja, was wir hier zu tun haben, ne? Ja, die Verstärkung ist halt auch sehr teuer, weil die Truppen natürlich wahnsinnig weit weg sind von unserer... Ach, guck mal da, meine Kriegssteuer ist weg. Habe ich vergessen, die weiterhin zu erheben? Das sollten wir natürlich machen. So, koreanische Nationen sind 30 Stück, die kommen als erstes. Pegu ist immer noch sehr gering. Vor diesem Hintergrund werden wir einige Männer nochmal in Seoul stationieren. Das sind ja nur 20 Mann, die da fehlen, ne? So, dann verlagern wir mal unsere Achse hier so ein bisschen. Wir kriegen einen negativen Warscore-Tick, weil wir die Hauptstadt erobern müssen. Das wird beliebig kompliziert werden. Wir haben genau 77. Sehr wenig. Sehr, 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 sehr wenig. Ja, ich muss da außerdem mehr machen. Also, Bachmanis. Komm, wir machen mal eine Staatsehe. Das Bündnis, das können wir nämlich demnächst machen. Und mach doch mal bitte...
Mach mir doch noch bitte ein Spionagenetzwerk in Patani. Okay. Wir holen uns hier mal noch gerade 4 Söldner. Lösen wir hier übrigens dann auf. Damit wir nicht zu sehr übers Truppenlimit gehen, sonst kriegen wir da ein Problem. Minus 1 Warscore. Und das kommt jetzt einfach nur dadurch zustande, dass Moskau halt selbst hier hinten ist. Oh, guck mal. Die Hauptstadt wird gerade von Bauern belagert. Das finde ich geil. Das ist schon mal gut. Da kollabiert das Land direkt nochmal. Das ist eigentlich ziemlich nice. Wie sieht es denn hier mit Revoltenrisiko aus bei dir? Nogaische Nationalisten. Ja, wäre ja cool, wenn die auch noch feuern, ne? Der Ashikaga-Drache wächst weiter. Also, koreanische Nationalisten. Das ist das große Problem. Pyongyang und Yukjin. Ich glaube, wenn wir mal uns Pyongyang angucken, ne? Da können wir halt eben nichts wirklich machen. Sagen wir nochmal die andere Provinz. Was war das nochmal? Yukjin. Oh. Da gibt es natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Truppen in Yukjin entstehen. Geh du mal nach Gangdingsbums und dann nach Hamhung. Ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn wir das so rum machen. Ja, erlaubt mir abschließend heute endlich mal wieder was zur japanischen Geschichte beizutragen. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde rum, da kann man jetzt vielleicht noch ein paar Minuten ein paar Gedanken über die japanische Geschichte verlieren und ich greife vielleicht auch noch mal ein bisschen die Zuschauerfragen auf, die es lange Zeit schon gegeben hat, auch unter anderen Videos schon, aber ich finde nach wie vor diese Fragen immer recht spannend. Die erste Frage, die ganz häufig auftauchte, war: Bei der Reform Japans bildeten sich ja zwei unterschiedliche Lager heraus, also so im 19. Jahrhundert. Ich habe das ja schon ganz zu Anfang gesagt, die Japaner haben irgendwann entdeckt, dass sie den westlichen Mächten, besonders halt eben den Amerikanern, doch eben ganz stark technisch unterlegen waren und diesbezüglich gab es eine weit verbreitete Angst und Verunsicherung in Japan. Die Japaner haben darauf gedrungen oder gedrängt, dass sich an diesem, und insbesondere eben die politische Elite des Landes, sie hat darauf gedrängt, dass sich etwas an diesen Zuständen ändert. Und es kam also zu einer großen Spaltung der japanischen Führungselite, die sich in eine Gruppe von Samurai aufteilte, die eine Restauration der Tenno-Herrschaft befürworteten und einer
anderen eher feudalistisch eingestellten Fraktion, die gerne die feudalen Verhältnisse in Japan weiter behalten und konservieren wollte. Das heißt nicht automatisch, dass die Leute, die gerne die Tenno-Herrschaft wieder haben wollten, die fortschrittlicheren waren von den beiden, sondern die verfolgten einfach unterschiedliche politische Interessen, wohingegen, während halt eben eine Seite doch ganz konsequent auch für eine Öffnung Japans plädierte, um insbesondere wieder technisch Anschluss an die westlichen Nationen zu finden, gab es eben eine sehr traditionalistisch eingestellte Partei, die gerne die feudalen Verhältnisse beibehalten wollte. Warum sagt der Günner das? Es passt eigentlich halt eben schon so ein bisschen auch in die Gedanken der japanischen Expansion. Wir haben ja jetzt hier quasi das Szenario nachgestellt, wie es eben zu einer, also es ist ja fast so ein bisschen das Szenario, wie eine alternative japanische Geschichte ausgesehen haben könnte, wenn die Annexion Koreas stattgefunden hätte, wobei man natürlich sagen muss, dass gerade eben nach dem Ersten Weltkrieg die Japaner ja schon ein bisschen utopisch auch Gedanken hatten, ein Protektorat über China zu etablieren, was sie ja nicht getan haben oder wozu es ja so nicht kam, ne, aber man sieht aber schon an dem Beispiel ganz deutlich, wie sich so eine gewisse politische Situation auch eben anbahnt, eben ein Blick, der nach Westen auf China gerichtet ist, ein sehr begehrlicher Blick auf jeden Fall, ein begehrlicher Blick, der auch so ein bisschen in die vielleicht sogar nordwestliche Richtung eben, also ne, hier jetzt ne, der geografische, nicht der politische Westen gerichtet ist, was tatsächlich ja eben eine Politik war, die auch dadurch begünstigt wurde, dass dieses Protektorat über Korea eben sehr lange beibehalten wurde. Es hat halt natürlich etwas mit dieser politischen Einstellung zu tun, die sich dann herausbildet, nachdem in Japan vor allen Dingen auch wieder die Kaiserherrschaft hergestellt wird und reformorientierte Kräfte an die Macht kommen. In diese Zeit fällt auch sehr interessant wieder die Umbenennung eben Edos in Tokio. Tokio so viel wie, also ungefähr, ich versuche das möglichst genau ungefähr hier, ja. Hier in der Provinz Westkanto, also hier ungefähr liegt Tokio. In dieser Zeit fällt auch die Umbenennung von Edo in Tokio, was ja immer wieder für Verwirrung sorgt, weil viele sich fragen, wie kommt das denn jetzt eigentlich, dass diese Stadt früher mal Edo hieß und warum hieß die später auf einmal Tokio? Das hat tatsächlich was mit dieser Restauration der Tenno-Herrschaft zu tun. Und zwar ist Edo eigentlich der Burgname dieser, der Festung, um die sich diese Stadt ansiedelte, die im Shogunat der Edo-Zeit, Edo-Jidai dann eben auch genannt, die Zeit als Edo Tokio hieß, zur einer der wichtigsten Metropolen des Landes wurde. Man hat sie dann eben umbenannt, weil weil nach dem Ende des Shogunats 1868 im Rahmen der Meiji-Restauration der Sitz des Tenno auch nach Edo verlegt wurde. Traditioneller Sitz des Tenno ist ja Kyoto, unsere aktuelle Hauptstadt. Und dieser Kaiserpalast, der dann in Edo stattfindet, zieht eine Namensänderung nach sich in Tokio, was so viel wie östliche Hauptstadt bedeutet und damit ganz klar signalisieren soll, dass jetzt eine neue Hauptstadt sich im Osten des Landes befindet und es eben nicht mehr traditionell der Sitz des Tenno in Kyoto ist. Diese Stadt wächst unglaublich schnell im Gefolge der Herrschaftsverlagerung. Anfang des 20. Jahrhunderts hat sie 2 Millionen Einwohner. Das ist für damalige Verhältnisse gigantisch. Insgesamt heute ja übrigens eine Stadt mit ungefähr 9,4 Millionen Einwohnern aufgerundet.
Eine sehr, sehr kleine Fläche mit 622 Quadratkilometern, das ist nicht wirklich viel. Es hat damit eine unglaublich hohe Bevölkerungsdichte, eine der höchsten Bevölkerungsdichten weltweit, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und bezeichnend eben auch ist diese komplette Metropolregion um Tokio herum, ungefähr 13.500 Quadratkilometer ist diese Metropolregion groß, also hier schon eben ne, das größere Einzugsgebiet, das hier dazu kommt. Und diese ganze Metropolregion selbst, also das ist eine Region ungefähr hier jetzt, ne, da leben 37,6 Millionen Menschen. Das ist unglaublich viel. Das ist eine Bevölkerungsdichte von 2.767 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das ist schon echt heftig. Das ist echt heftig viel. Das ist also eine unglaublich dicht besiedelte Region. Und das Ganze eben im Angesicht eines Vulkans. Das ist auch wiederum sehr bezeichnend. Gibt es auch tolle Aufnahmen von Tokio, wie man im Hintergrund eben den Fuji-San sieht. Der übrigens nicht Fujiyama genannt wird. Das ist so eine Erfindung der Deutschen, glaube ich. Die nennen das aus irgendeinem Grund, nennen die den Fuji oder den Fuji-San nennen die aus irgendeinem Grund Fujiyama. Also Fujiyama heißt Fuji-Berg, ne, und das ist es definitiv nicht. Auch wenn das Terrain hier als Hügel angegeben wird, aber nee, also das ja, ist irgendwie, die Japaner kriegen, also die Japaner verstehen meistens, was die Deutschen damit meinen, wenn sie vom Fujiyama reden, aber das, ja, irgendwie merkwürdig. Also sagt kein Japaner, sagt das so, ja. Ja, es ist wichtig hier zu wissen, dass das auch ein sozialer Prozess ist, der in Gang gesetzt wird. Man hat also eben zwei widerstreitende Führungslager, die sich gegenseitig bekriegen. Natürlich auch um die Vormachtstellung eben in Japan, die aber vor allen Dingen Teil eines neuen, einer neuen kulturellen und intellektuellen Bewegung auch lesen. Also zur Mitte des 19. Jahrhunderts lesen diese Leute Zeitung. Man muss sich das ja auch klar machen, dass es zu dieser Zeit eben eher unüblich ist, Zeitungen zu lesen, weil es auch einfach gar nicht so viele gibt, ja. Diese Leute lesen Zeitung, verfolgen Medien, Berichte, sind Teil einer sich langsam entwickelten Medienlandschaft, wenn auch mehr auf der Rezipientenebene. Also sie konsumieren das eher, anstatt dass sie selbst Medien erstellen. Aber sie sind ja auch selbst mit der Politik im Lande unzufrieden. Sie verfolgen unterschiedliche Interessen. Die Traditionalisten natürlich eben eher in der Linie, dass sie versuchen, ihre angestammten Privilegien zu halten. Das feudale Japan, das durch eine Grundherrschaft über Bauern auf begrenzten Parzellen geprägt ist, diese Verhältnisse sollen bestehen bleiben im Wesentlichen. Und damit, so argumentieren auch die Verfechter einer neuen japanischen Gesellschaftsform, fehlt die Freisetzung gesellschaftlichen Potenzials. Das sehen die vielleicht jetzt damals noch ein bisschen anders, als das Soziologen, Politikwissenschaftler und Historiker heute tun. Aber mit der Abschaffung der Feudalherrschaft in Japan geht außerdem eine neue dynamische Entwicklung von diesen freigesetzten Kräften der Gesellschaft eben aus. Also diese Befreiung der Bevölkerung zum Teil muss man wirklich sagen, weil ein großer Teil der Landbevölkerung lebt natürlich immer noch in feudal ähnlichen Herrschaftsbeziehungen, ne? Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als ob das jetzt von jetzt auf gleich geht, ne? Und da schreibt irgendeiner ein Gesetz und auf einmal ist die Gesellschaft ungekrempelt, das jetzt nicht, aber es kommen natürlich in dieser Zeit Entwicklungen in Gang, die sich ja bis ins 20. Jahrhundert eben hineinziehen und dafür sorgen, dass Japan tatsächlich zu einer sehr
ambitionierten und mit vielen, vielen historischen Problemen behafteten imperialistischen Macht hier im Südpazifik werden will. Ja, also das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zugucken heute, wünsche euch alles Gute, wir sehen uns im nächsten Teil wieder, in diesem Sinne, Matane!